Schon wenn man den Natronsee nur sieht, fragt man sich, ob man noch auf der Erde ist. Sein rotes Wasser sieht albtraumhaft aus. Und der Geruch erst ein giftiger Chemie-Cocktail. Schlangen, Eidechsen, Vögel, nicht ein einziges Lebewesen traut sich an den See heran. Selbst Hyänen gehen drumherum und diese hungrigen Mädels sind schwer zu schocken. Die afrikanische Sonne verbrennt sämtlichen Boden um den See herum. Kaum etwas wächst hier. In der Nähe gibt es außerdem einen Vulkan, der schwarze Lava ausspuckt. Heiße Geysire machen die außerirdische Landschaft komplett. Der scharlachrote See erreicht kochend heiße Temperaturen. Fast so heiß wie eine Tasse frischer Kaffee. Wasser verdampft sofort. Was bleibt? Salz. Und zwar viel. Aus chemischer Sicht besteht der See mehr aus Ammoniak, ich sag nur Haushaltsreiniger und Bleichmittel, als aus Wasser. Solltest du hineinspringen wollen, würde ich dir abraten, falls dir dein Leben lieb ist. Aber hey, immerhin würdest du ein grandioses Ende finden, als Steinstatue. Wow, mach am besten eine lustige Pose, das wird die Wissenschaft auf Generationen hinaus irritieren. Aber zurück zum Gruselzeug. Falls du dich fragst, wieso der See derart heimtückisch ist, lass uns auf den Vulkan zurückkommen. Sein Name ist Ol-Dolinho-Lengai. Einzigartig aufgrund seiner schwarzen, nicht orangenen oder roten Lava. Ja, aber davon abgesehen ist sie auch nicht so heiß wie das übliche flüssige Gestein, das aus Bummbergen läuft. Die Hälfte dieser Lava besteht aus geschmolzenem Kalium und kohlensaurem Natron. Dieses Zeug wird für Reinigungsmittel verwendet. Diese Chemikalien dringen nicht nur in den Boden ein, sondern auch in Wasser, wo sie sich schnell auflösen. Gib noch ein paar Mineralien aus dem Wasser des Flusses, der in den See fließt, hinzu und du hast eine gefährliche Suppe. Aber was für lovecraftische Albtraummonster könnten in so einem toxischen Gewässer gedeihen? Ein riesiges Tentakelbiest mit rasiermesserscharfen Reißzähnen? Nö. Nur Flamingos. Die hängen aber nicht im Wasser ab, als wäre es ein ganz normaler See. Sie legen dort ihre Eier. Stell dir vor, du würdest in einem Becken voll Fensterreiniger zur Welt kommen. Der Natronsee wird oft Flamingofabrik genannt, da 75% aller Zwergflamingos auf unserem Planeten von hier stammen. Und dieser rosa Vogel, der immer hübsch auf einem Bein stehend sein Gleichgewicht trainiert, ist nicht so albern, wie es scheint. Ich meine, er steht hier in kochend heißem Wasser und futtert giftige Algen. Diese Algen würden jedes Tier, das versucht davon zu fressen, umlegen, indem sie ihm selbst auf Zellenebene schaden. Aber Zwergflamingos haben sich so entwickelt, dass sie sich ohne große Probleme dieses Zeug reinschaufeln. Die Algen sind außerdem mikroskopisch. Diese Vögel dippen ihren Schnabel in den kochend heißen See und filtern sie aus dem Wasser. Und es sind die gleichen Mikroorganismen, die dem See seine seltsame rot-rosene Farbe verleihen. Die Flamingos fressen sie und werden selbst rosa. Ja, alle Flamingos werden grau oder weiß geboren, doch ihre Nahrung verändert ihr Aussehen. Als würdest du nur noch Karotten essen und orange werden, was tatsächlich passieren könnte, obwohl ich es nicht empfehlen würde. Okay, aber wie stehen die Vögelchen in Wasser, das jeden und alles andere versteinert? Das verdanken sie ihrer harten Haut und den Schuppen an ihren Beinen. Das Wasser kann sie nicht so einfach verbrennen wie deine empfindliche, zarte Menschenhaut. Diese Zwergflamingos machen sich zum Trinken meistens zu einem nahen Süßwassersee auf, aber im Gegensatz zu mir und dir können sie sich notfalls auch mit diesem Salzwasser hydrieren. Sie verfügen über spezielle Drüsen in ihrem Kopf, die das Salz entfernen, sodass es dann über ihre Nasenhöhlen heraustropft. Als würdest du Suppe ohne Zwiebeln bestellen, aber das Restaurant vergisst, sie wegzulassen, also löffelst du die Suppe trotzdem und lässt die Zwiebeln durch die Nase ab. Irgendwie dachte ich, der Vergleich würde besser funktionieren. Die Moral von der Geschichte ist, dass Zwergflamingos echt hart drauf sind. Und dank ihrer Superkräfte können sie sich den Bauch mit so viel Essen vollschlagen, wie sie wollen, da es keinerlei Rivalen gibt. Und Angst davor, selbst verschlungen zu werden, müssen sie genauso wenig haben, da kein Raubtier sich an ihren pinken Gift-Whirlpool herantraut. Win-win. Hey, wie wäre es mit ein paar anderen Supervögeln? Der Wanderalbatros ist ebenfalls ein gefiederter Superheld. Er kann 16.000 Kilometer am Stück fliegen. Das wäre ein Flug von New York nach Sydney plus ein paar Rundflüge. Diese Vögel verbringen über einen Monat mit einem Non-Stop-Flug.
Vorsicht da unten. Eine Flügelspannweite von 3,30 Meter hilft da natürlich. Sie gleiten wie Surfer auf Wellen, nur dass sie statt Wasser Luftströme nutzen. Sie verwenden weniger Energie beim Fliegen als andere Vögel, wenn sie nur im Nest hocken. Ein weiterer geflügelter Rekordhalter ist die Rotrücken-Zimtelfe. Die ist so groß wie ein Golfabschlag und wiegt kaum mehr als ein Centstück. Doch dieses winzige Vögelchen zieht jedes Jahr von Alaska nach Mexiko. Das ist ein Ausflug von fast 6.500 Kilometer in nur eine Richtung. Wenn der Flug des Albatros eine entspannte Yogastunde ist, dann ist der der Zimtelfe ein zermürbendes Rennen ums Überleben. Jede Sekunde schlägt sie 50 bis 60 Mal mit den Flügelchen. Das ist eine ordentliche Last und kostet viel Energie. Jeden Tag frisst der Vogel sein Eigengewicht in Insekten und Nektar. Das wären für dich und mich eine ganze Menge Hamburger. Der Rotrücken ist klein, aber hat keine Angst davor, Backenhörnchen und deutlich größere Vögel von seinem Nest wegzujagen. Jetzt stell dir vor, du würdest durch Südamerika wandern und im Dschungel plötzlich einen markerschütternden Schrei hören. Du gerätst in Panik, dir stehen die Nackenhärchen auf, dein Herz schlägt dir bis zum Hals. Wo sollst du dich nur vor diesem Wahnsinnigen auf freiem Fuß verstecken? Warte, atme durch, beruhige dich. Das ist nur ein Fettschwalm und der ist völlig harmlos. Der Vogel ernährt sich von Früchten und Ölpalmen, nicht von Menschen. Bekannt ist er nicht nur für seinen Schrei, der dir das Blut in den Adern gefrieren lässt, sondern auch für seine ausgezeichnete Nachtsicht. Wie Delfine und Fledermäuse arbeitet er mit Biosonar. Er kann 250 Klicks pro Sekunde aussenden. Die Schallwellen dieser Klicks prallen an Felsen und Bäumen ab und kommen als Echo zu dem Vogel zurück. Jetzt zur Frage des Tages. Was passiert, wenn du einen Vogel mit einer Kuh kreuzt? Du bekommst den Hoherziehen bzw. das Schopfhuhn. Okay, sieht null nach Kuh aus. Doch sein Verdauungstrakt arbeitet genauso wie der eines Rinds. Sein Magen gärt Nahrung mit Bakterien, statt sie mit Magensäure zu zersetzen. Die Verdauung dauert 20 Stunden und bläht den Vogel ordentlich auf. Den Großteil seines Tages hängt er nur ab und sitzt faul auf Ästen rum. Hey, das haben wir gemeinsam. Aber hier kommt das Seltsame. Weil sein Bauch Nahrung fermentiert, riecht der Vogel streng, um es höflich auszudrücken. Also eine Art Kuh-Stinktier-Vogel. Unser nächster Flattermann wird dir das Gefühl geben, einen strafenden Blick von deinem Rektor zu bekommen. Ich finde deine kindischen Streiche nicht witzig, du bist suspendiert. Und jetzt raus aus meinem Büro. Der Schuhschnabel besitzt einen mächtigen, Schnabel, einen bedrohlichen Blick und einen königlichen Gang. Japp, absolut mein Oberschulrektor. Scherz beiseite. Dieser Kerl ist ein exzellenter Angler und Jäger. Auf seiner Speisekarte stehen Schnecken, Schildkröten und sogar kleine Krokodile. Falls du auf Dinos stehst, wirst du das hier lieben. Folgendes Bild. Vor Jahrmillionen im Gebiet des heutigen Südchina. Eine Herde gefiederter Dinosaurier flieht vor einem Raubdino. Sie haben kleine Flügel, papageiähnliche Schnäbel und einen Kamm. Wir spulen nach 2017 vor. Paläontologen und Paläontologinnen finden die Fossilien dieses Dinos. Und ihr Kiefer klappt runter bis zum Boden. Ah, Dreck! Dieses Wesen, Corito... Können wir das bitte mal einblenden? Danke. Sieht genau aus wie der moderne Kasuar. Japp, es ist ein cooler Dinovogel, aber halte dich lieber von ihm fern. Er ist der gefährlichste Vogel der Welt. Dieses beeindruckende Federvieh besitzt einen hellblauen Kopf mit einem großen Horn obendrauf. Er steht auf zwei kräftigen Beinen mit einer dolchähnlichen Klaue an jedem Fuß, die so lange werden kann wie deine Hand. Wenn er es wollte, könnte er locker über dich hinwegspringen. Und definitiv hoch genug, um dir in die Brust zu treten. Und seine Hiebe sind stark genug, um Knochen zu brechen. Ganz zu schweigen von diesen Klauen, die durch alles wie Butter schneiden. Dieser Vogel ist dafür geboren, zu jagen und nicht gejagt zu werden. Und wegrennen kannst du ebenso vergessen. Zumindest solange du nicht knapp 50 Kilometer pro Stunde schnell sprintest. Und in einen See zu springen rettet dich auch nicht. Dieser Vogel ist ein exzellenter Schwimmer. Zieh dich am besten langsam zurück und hoffe, dass er dich ziehen lässt. Der Schildschnabel sieht ebenfalls einem Flugsaurier ähnlich. Die Männchen sind die mittelalterlichen Ritter der gefiederten Welt.
Mit ihrem Horn tragen sie eine Art Lufttjost um die Gunst der Weibchen aus. Angeber. Sie benutzen ihren Helm außerdem, um sich auf der Suche nach kleinen Insekten durch modriges Holz zu schlagen und Baumrinde abzubrechen. Der Kiwi ist hingegen eher die Ratte der Vogelwelt. Ja, er hat Flügel. Sie sind nur zu klein, um sie zu sehen. Und sehr talentierte Flügler sind sie echt nicht. Kiwis können nicht fliegen. Aber sie legen die, gemessen an der Körpergröße, größten Eier aller Tiere auf unserem Planeten. Ein Ei macht 15% des Gewichts dieses Vögelchens aus. Das größte Ei allein nach Maßen kommt allerdings vom afrikanischen Strauß. Allerdings entspricht es nur 2% seines Gewichts, was die massiven Eier zu den kleinsten gemessenen an der Körpergröße macht. Unterm Strich, Straußen sind gigantisch.